Ja, hier wieder meinem Koali, immer noch in der Solo-Instanz mit der Eukalypta. Deswegen ist der Lesrak Dark jetzt gerade auch nicht da. Oh, ich bin da, Bah! aber außerhalb der Höhle. Ja, ich habe mich auch gerade verlaufen, bin jetzt eine ganze Weile in die falsche Richtung gerannt. Oh, bin ich, hab ich mich auch verlaufen, also. Warum gibt es in Solo-Instanzen keine Map? Damit halt. Oh, voll in so einen Hinterhalt gelaufen. Drecksviecher. Jetzt kommt der Großhammer. Ärger. Jetzt kriege ich voll Ärger hier. Das könnte mein Warst du Tod schon? sein. Ich habe volles Vertrauen. Ich brauche so ein bisschen Cheering. Shearing? Ja, Ansteuerung. Okay. Koali, Koali, Koali. Ja, ich bin gleich tot. Ich war nicht so geil, der Cheer. Was soll ich denn machen? Soll ich meine Pompons rausholen? Oh ja. Ich habe wirklich welche. Okay, gruselig. Ich bin tot. Ja, gehört eine Ex von mir, die war Cheerleaderin. Und du hast sie immer noch? Der habe ich irgendwie mal mitgenommen. Hat sie Ah hier ja. gelassen, hat gesagt, sie will nie wieder was mit mir zu tun haben, nie wieder mit mir sprechen. Letzte Woche war ich mit ihr essen. Aha. Ach, hier geht man gar nicht in seine Anima-Form. Nein, hier geht man direkt zum Eingang, glaube ich. Das ist ja gruselig. Okay, jetzt muss ich nur wieder hier den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Wenigstens weißt du jetzt, von wo du kommst. Pff, nach 3 Metern schon nicht mehr. Okay, da hinten sind kleine Viecher, die ignoriere ich mal. Also gut, welches Thema wollen wir denn heute anschneiden? Also jetzt in der Heu Folge. Oh, hier ist noch ein Setsquatsch. Hallo. Vorliegt. Thema. Gute Frage, weiß ich nicht. Da läuft die Frau im Bikini rum. Wo? Bei mir gerade hier im Spiel davor. Ah, oh, ist schon weg. Ist auch in die Instanz gegangen. In die Instanz gegangen? Solo-Instanz. Ach so. Tja, sonst hättest du ja fragen können, ob du mit darfst. Oh, ich hätte sie ganz bestimmt was gefragt. Thema. Ja, Thema. Ja, okay. Kennst du ein Rollenspiel, Pen and Paper oder wie auch immer, wo man einen Drachen spielt? Ein Drachen. Ja, das würde ich echt mal gerne in einem Rollenspiel spielen, Drachen. Kannst bei Plüschpower und Plunder einen Plüschdrachen spielen. Oh Gott, das würde mich sogar neugierig machen. Aber ich glaube, Ben würde ich wahrscheinlich eher so einen Stoff der Eifel spielen. Ich hatte mal eine ziemlich epische Runde auf einer Con, wo jemand einen Plüschseestern gespielt hat. Der hatte als Spezialfähigkeit Berserker. Okay. Das war sehr episch. Haben diese Plüschdinger eigentlich irgendwelche Feinde? Ja. Andere Plüschtiere vielleicht, oder? Ich weiß nämlich immer noch nicht, was ist der Ziel, was ist der Sinn des Spiels? Also in meiner Runde, die ich gerade habe, ist das Sinn, dass wir die ihr Kind suchen. Das sind Plüschtiere. Ja, die suchen das Kind, was sie. Ach, der Besitzer. Ja. Ah, okay. Und sie sind irgendwie abhanden gekommen, beim Umzug verloren gegangen, oder? Ja, die sind vom Auto gefallen. Ach so. Erinnert mich so ein bisschen an Toy Story. Und aber die gehören alle zusammen, gehörten alle den gleichen Besitzer. Ja. Aber sonst Drachen. Ich glaube, du kannst bei D&D oder bei Pathfinder kannst du so Dragonborn oder irgendwie sowas ähnliches spielen. Irgendwie so Drachlinge, mehr oder weniger, so humanoide Drachenwesen. Im Warhammer gibt's keine Drachen, oder?
Also Warhammer 40k. Höllendrachen, hahaha, mein Chaos. Ah ja, die Flieger. Ach, warum gibt's bestimmt auf irgendeinem Planeten gibt's bestimmt auch Drachen. Flugechsen. Aber wenn sie intelligent wären, würden sie ausgelöscht werden. Xenos. Ja, es sei denn, die sind nicht gefährlich. Ich glaube, ich habe einmal eine Runde gespielt bei Das Reh, glaube ich. Da gab es, war so ein. So ein Planet, auf dem so ein Ab. Ich weiß nicht, Abtrünniger, aber auf dem so ein Space Marine Orden angesiedelt war. Und der Planet war so ein total Feudalwelt, also irgendwie überhaupt nicht fortschrittlich, alles so Japan-Style. Ne? Mhm. Und da waren auch so, ja, die haben auch mit so Drachen und so rumgemacht. Also nicht rumgemacht, aber hier, weißt du, was ich meine. Von mir musst du aufpassen, wie du deine Worte wählst. Ja, ich habe das dann auch überlegt. Ja, also da waren irgendwie so Drachenkinder, Space Marines, mehr oder weniger. Irgendwie so halt, war ganz witzig. Vor allen Dingen, weil ich einen Mechanikum-Adepten gespielt habe. Und auf einer Feudalwelt ist das nun mal, naja. Der, von dem du schon mal erzählt hast? Ja. Also ich muss sagen, bei dem Rollenspiel bin ich sehr auf Gürfalken gespannt. Ja. Ich auch, ja, ja. Ich meine, er hat sogar schon den Klugscheißer-Skill genannt. Da, wo er alle Wissensfertigkeiten auf 1 hat. Ja. Das ist für mich, wenn er so schon so ankommt, ist das für mich immer nur eine ganz dunkle Vorahnung. Ich glaube, er und mein Charakter werden nicht die besten Freunde. Das könnte passieren, ja. Komischerweise in keinem Rollenspiel haben sie seine Charaktere verstanden. Aber sie konnten wenigstens vernünftig zusammenarbeiten. Und haben sich manchmal respektiert. Aber so kriege ich vielleicht endlich mal raus, wer der Harmoniebrecher ist, er oder ich. Ah, ich hasse diese kleinen Viecher. Ich brauche Ewigkeiten, um sie zu töten. Boah, das schaffst du. Eben bin ich an ihnen verreckt. Aber nur weil sie ihre große Mami gerufen haben, muss ich sagen. So. Gier. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Ich laufe hier die ganze Zeit durch irgendwelche komischen Höhlen und es passiert nichts. Oh, Akab. Du hast es heraufbeschworen, muss ich sagen. Lass mich in Ruhe, Akab. Ich tu dir nichts, dann tu du mir auch nichts. Na gut, doch, ich saug dir das Blut aus. Aber egal. Du tust mir besser nichts. Ja, wenn du gekonnt hättest in, hier in 40k-Rollenspielen, hättest du bestimmt einen Blood Angel gespielt. Ne? Nein. Nicht? Nee, von dem bin ich, sind zwar vampirmäßig, aber von dem bin ich gar kein Fan. Wenn ich überhaupt einen loyalen Orden mögen müsste, also mögen würde, dann Dark Angels, aber die sind ein bisschen zu fanatisch, dann wahrscheinlich am ehesten wirklich Space Wolves. Aber erzähl das ja nicht Gürfalken. Warum? Das sind seine Lieblinge und das würde, er würde, er hätte wieder dieses breite Grinsen dann wahrscheinlich im Gesicht. Also. Naja, also von allen Lieblingsorden, den guten und den bösen, 1000 Suns. Ohne zu überlegen. Ja. Gürfalken war ja auch ein bisschen enttäuscht. Er hat ja wirklich gehofft, dass er endlich ein Space Marine spielen kann. Das wollte er ja unbedingt schon immer. Ich bin hier schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Mir wird vorgeworfen, keine Orientierungssinn zu haben. Ich glaube, ich werde noch ein paar mehr Leuten deine Videos zeigen. Ich weiß echt nicht, wo ich hier hin muss. Das ist das Problem. In so einem großen Raum, da ist so ein ganz, ganz großer Kokon. Mhm. Warst du schon in dem, wo zwei Sosquatsche sind? Muss ich ja drin gewesen sein, weil ich habe keine mehr zum Befreien. Okay.
Ja, weil wenn du in dem Raum bist, gibt's halt einmal den Gang, wo du hergekommen bist, und dann gibt's einen Gang, der führt weiter nach unten zu so einer Wasserlache. Ja, hier gibt's ganz viele Wasserlachen. Ja, mag es sein, das ist dann aber nicht der Gang, wo du hergekommen bist. Da siehst du nicht so viel Wasser. Bei dem mit dem Wasser, wo du dann hin musst, da tauchst du ein bis zum Kopf. Was? Ja. Und dann? Da ist auch noch ein Sasquatch, und da gehst du einfach weiter den Gang, und dann kommst du schon in den großen Raum, wo so ein riesiger Kokon ist. Den musst du laut der Quest zerstören, dann kommt so ein Baby, so ein Riesenbaby, und den... Hast du eine Nachricht gekriegt? Was? Ich? Nee. Oder bin ich das gewesen? Ach, hier! Okay, bin ich ein Zimmer dran vorbeigelaufen, bestimmt. Na, siehst du, was würdest du nur ohne mich machen, ne? Wahrscheinlich glücklich sterben. Glücklich? Ich kann das große Ding nicht angreifen. Ja, jetzt. Gut. Ach, okay, ich habe den Nachricht gekriegt. Von deiner neuen Freundin. Nein. Ich soll gerade bei jemandem in CS kommen. Aha. Ja, geht gerade nicht, ne? Ist das Vieh bescheuert? So. Okay. Zum Sasquatch-Häuptling zurückkehren. Ja, wo lang? Hätte man hier nicht wenigstens so einen Richtungsmarker hier irgendwo ein... Tim. Wo lang? Also in dem großen Raum ist schon der Weg dahin, ne? Da sind nur zwei Wege. Einmal der, wo du hergekommen bist, und dann der andere. Aha. Und das ist eigentlich auch nicht besonders lang. Ich weiß nicht, ich laufe hier gerade irgendwie willkürlich durch irgendwelche Räume. Das ist auch eine Möglichkeit. Benutze den Labyrinth-Trick im Notfall. Den Labyrinth-Trick? Immer nach rechts abbiegen, irgendwann kommst du ans Ziel an. Ah, Blue Mountain, ja. Da hätte ich aber lange nach rechts abbiegen können, der war nämlich links. Die Tussi, die nach uns reingegangen ist, also nachdem ich schon fertig war, die ist gerade wieder angekommen. Na super! Und der Lester hat sich umgezogen. Ja, ja. Hallo. Hallo. Ja, ich dachte mir, wir hatten da so viel Spaß. Ich wollte gerade den Affen hier angreifen, aber... Ja. Was hast du? Die sind nett. Wir sind ein bisschen stumm. Und du sagst, ich bin rassistisch, weil ich sie Bigfoots nenne. Und du willst sie angreifen und töten. Ja, im Spiel. Ja, im Spiel. Und wenn so ein Ding in echt vor dir steht, würdest du es nicht versuchen. Hüpf. Oh, hallo. Ist das die? Ja. Naja, ist bestimmt ein Mann, der die spielt. Natürlich ist es ein Mann. Wieso natürlich? Könnte auch eine Frau sein. So, hier, oh, man kriegt eine Waffe. Okay. Den Blut. Wie pflanzen die sich eigentlich fort? Willst du das wirklich wissen? Die Antwort willst du nicht wissen. Warum ist sie gefunden? Hä? Verschwunden. Teleportiert vielleicht. Naja. Ich habe hier einen neuen Blutmagie-Fokus. Ich habe immer noch so eine komische Shisha hier. Shisha? Wasserpfeife. Achso. Ich wollte schon. Ach so, im Spiel. Okay, ich wollte schon sagen. Natürlich im Spiel. Das trifft. Du wieder denkst, ey. Das Schlimmste von allen Menschen oder das Beste von allen Tieren? Von allen Tieren? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich denke ich von allem das Schlechteste.
Ich müsste eigentlich mal hier in meinen Fertigkeitenrad reingucken, was ich mir eigentlich hier kaufen wollte. Erlesene Leiche. Habe ich schon, anscheinend. Habe ich? Hä? Nee, habe ich noch nicht. Reflexionsbarriere. 50% des erlittenen Schadens auf Angreifer zurückwirft. Ich glaube, das will ich haben. Ne? Kann das sein? Dass ich das haben wollte? Kann sein. Ja. Der hat hier Quests, ne? Sollen wir hier Krieg des Totem, der Totems machen? Habe ich schon angenommen. Ach. Okay. Der Lesrak nimmt wieder Sachen an hier. Spurde vom Geisterbaum folgen. Oh, wir sind unter Droh. Was? Droh? Ah, da, ganz schwach. Ja, da, hier lang. Was? Wie, wo? Ja, der Baum hat uns unter Drogen gesetzt, deswegen sehen wir langsam manchmal was aufblitzen. Na, direkt erstmal Auto fahren jetzt, wenn wir unter Drogen sind. Also, Motorrad. Warte. Der will, dass ich die Klippe runterspringe? Was? Was? Spring runter? Da ist ja, ein Acker. Da ist ein Acker. Da ist ein Acker. Und eine Brutmarkierung. Die mache ich jetzt kaputt. Bisher ist er noch wieder in Folgen. Ich habe jetzt hier gerade einen Ackerb angelocht. Na, oh, ich bin schon weiter. Ah, hier, jetzt bin ich da. Jetzt müsstest du schnell kommen und mich heilen, sonst bin ich tot. Tja, dann bist du wohl tot, weil ich habe hier gerade mit zwei Ackerbs zu kämpfen. Dann komme ich zu dir und bring noch 8 mit. Gut. Oh, diese Scheißfliege nervt mich so dermaßen. Nur das Beste von Tieren denken, nur das Beste von Tieren denken. Ja, ach, die Tiere können mich mal lecken. Aua. Lass meine Koali in Ruhe. Ich wollte hier noch Dinge machen. Ja, sie hat mich beinahe umgebracht. Oh, es sind 3. Hast du einen mitgebracht, wirklich? Ja. Ich dachte mir, das wäre doch langweilig sonst. Ich glaube, du machst zu viel Damage. Ich mach viel Damage? Zu viel. Du machst zu wenig Damage. Ja, ich muss gleich nochmal meine Skills. Ich bin Tank, natürlich mache ich kaum Damage. Ich habe passive Skills, die mein Aggro hochbauen. Vielleicht haben die Skills ja auch ein bisschen gerne. Warte mal kurz. Ich muss kurz nachgucken. Kräfterad. Das hier, ja, erzeugt mehr Hass. Hass. Kennst du noch dieses Lied hier? Und ich düse im Sauseschritt. Okay, das macht nicht mehr Hass, okay. Okay, wir müssen hier an kleinen Ackerbs vorbei. Ich warte da lieber auf dich. Okay. Ich wundere mich, was ist denn das? Hallo? Ach ja, und sonst so? Zeit, etwas zu trinken. Ich bin ein wenig verliebt. In ein Ackerb? Nein, in mich. Ich dachte schon in die eine da, die einen Mann hat. Nein, das war zwar etwas Gefühlsmäßigkeit, aber das kann auch nur irgendwie so eine Synapsenreaktion gewesen sein. Im Gehirn. Oh, hier oben kann man auch lang. Ja, aber hier müssen wir, glaube ich, jetzt hin und die Totem zerstören. Was? Totem zerstören? Ja. Ich muss immer noch Spur vom Geisterbau folgen. Ja, du musst hier hin, wo ich jetzt gerade bin. Hier bin ich auch hin, da hat sich die Quest aktualisiert bei mir. Hackups! Okay, der Lesrak muss wieder geheilt werden. Bis zum geht nicht mehr. Natürlich. Ich will dir was zu tun geben.
Naja, sie hat schon. Eine Sex, zur sexy Heilerin sein gehört für eine sexy. Okay. Oh, ich glaube, ich bin heute richtig gut im Fahrt. Ding, 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 ding. Ah, du wirst immer wieder geheilt. Das ist gut, das ist gut. So mag ich das doch. Alle Venenbrutbesudler in der Nähe. Was auch immer Venenbrutbesudler sind. Aua! Nicht den Heiler, nicht die Heilerin angreifen. Du musst deine sexuelle Frustration anders loswerden. Haben Akab sexuelle Frustration? Guck sie dir doch an. Okay. Ist ein got your point. Ups. Tim, 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 tim. Noch 13. Ich überlege gerade, was für Themen gäbe es denn noch? Wir sind themenlos glücklich. Romantik vielleicht. Romantik? Ja. Du hast doch bestimmt auch weibliche Zuschauer, oder nicht? Weiß ich nicht. Kannst du das nicht nachgucken? Könnte ich. Ja, ich glaube, Backfisch hat zumindest meine Blood Bowl Let's Plays geguckt. Die hat sich beschwert, dass ich ihr keinen dritten Arm gekauft habe. Hier. Yeah. Ach so, okay. Oh! Ah, nur das Nerdful hast du als Namen drin, ne? Ja. Ah, schade. Ja, ich überlege, ob ich, wenn in ein paar Tagen der zweite Teil rauskommt, mal so eine Namensammlung mache und dann. Also, ich würde mich geehrt. Als was willst du denn spielen? Wenn ich aus allen Rassen wählen könnte, würde ich Vampire nehmen. Vampire werde ich wahrscheinlich nicht spielen, die sind zu schwach. Andere Untote? Ich werde wahrscheinlich wieder Chaos spielen. Das beste Prügelteam meiner Meinung nach. Ja, okay, dann Chaos. Dann gibt's da Hexer oder sowas? Ne, da gibt's nur Tiermenschen, Chaoskrieger und Minotauren. Chaoskrieger dann. Oder ich hole mir das Spiel selber und trete gegen dich an. Das können wir natürlich organisieren, ja. So. Habe ich gedacht, Romantik. Ja, also ich finde eigentlich, auch wenn man das vielleicht jetzt nicht von mir erwartet, ich bin sogar sehr romantisch veranlagt. Ja, das hört man an deinen Äußerungen. Was soll das jetzt heißen? Ich kann sehr sinnvoll. Ich zitiere mal so grob, dann habe ich, als ich fertig war, sie rausgeschmissen. Und? Das war sensibel. Sie hat ihren Willen noch gekriegt, was sie in dem Moment wollte. Ja. Ich finde, es war sensibel. Ich habe Rücksicht auf ihre Bedürfnisse genommen. Brutmarkierung zwischen. Aber das hat doch nichts mit Romantik zu tun. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Aber es war sensibel. Hui, ist das eine Brutmarkierung? Ja, es ist eine Brutmarkierung. Ich mach sie kaputt. Warum machst du das immer? Weil ich hier Blutmarkierung zerstören soll. Laut. Ach so. Questlog. Ach, die Dinger, okay. Ich dachte jetzt, die großen müssen wir immer noch machen. Nicht denken, das überlass den Pferden, die haben größere Köpfe. Du bist der Zweite, der mir das heute schon sagt. Ja, würde ich mal drauf hören. So viel Weisheit an einem Tag und du hörst nicht drauf. Na.
die könnten richtig gefährlich werden, wenn sie sich richtig timen würden mit dem Umwerfen. Ja, ich glaube, ich muss mal wieder Heilung anfangen hier. Was heißt hier anfangen? Wo ist Dings eigentlich? Putin? Ja, Karl war ja eigentlich da, aber so wie der ist bestimmt weggegangen, als ich gestorben bin. Karl. Siehst du, der hält nicht mehr zu dir. Ja. Der hält es nicht mehr für nötig, deinen Leichnam zu essen. Siehst du, das war sensibel. Okay. Nein, also was Romantik betrifft. Ich könnte von meinem ersten Date erzählen. Tu dir keinen Zwang an. Ja, ich will doch nur die Leute unterhalten. Ja, bitte. Also nachdem wir da endlich zusammen, also nachdem wir das unser erstes Date hatten, habe ich dann, wie sage ich das am besten, ich habe eine Kutschfahrt organisiert für uns beide. Oha! Ja, so schöne Kutschfahrt, schön romantisch. Und dann, ja, beim Park so ein Plätzchen gemietet und dann schön romantisches Dinner. Mhm. Was gab's denn zu essen? Ganz ehrlich, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es sauteuer war. Die Rechnung habe ich immer noch. Das ist ja schon. Ey, wo gibt's hier irgendwo ein Nest oder wo die ganzen Viecher herkommen? Guck dich um. Wir sind im Nest. Ja, wie gesagt, halt romantische Kutschfahrt, dann das. Da habe ich sie halt noch nach Hause gebracht. Mhm. Und war mit einem Kuss zufrieden. Ja. Und das war halt mein erstes richtiges Date. Und ich fand, da war ich romantisch und sensibel. Tja, und dann hat sie dich versaut für den Rest der Weiblichkeit, ja? Nein, dann ist sie leider gestorben. Bitte was? Sie ist gestorben, sie hat einen Unfall mit dem Bus. Oh weia. Wie traurig. Ja. Mit ihrem Bruder habe ich immer noch Kontakt. Krasse Story. Ja. Aber das zeigt romantisch. Und danach war ich halt. Hatte ich halt Probleme mit Gefühlen, was Frauen betrifft. Hattest oder hast? Einige sagen, ich hab. Wir wollen das jetzt hier nicht ausführen. Ja, wir haben hier keinen Profi-Psychologen dabei. Oder bist du ein guter Psychologe? Nicht auf dem Papier. Ja, okay. Tablet-PC, der Gesundheitsbehörde, das passt doch. Zählt das gerade für dich auch, was ich hier mache? Nein. Ich krieg das doch an, den Tablet, hallo. Ich mach's ja, weil mach ich mal hier die Bootmarkierung kaputt. Ja, mach das. Also das zählt für mich, die Bootmarkierung. Aber ich drück die ganze Zeit Mavis Andersons Tablet, klicke ich die ganze Zeit an, aber passiert nichts. Ah, jetzt. Hallo, Mr. Ackerp. Warum reagiert das Skill nicht? Achso, das frage ich mich auch manchmal. Ich muss den Gegner anklicken. Ist schon blöd, wenn ich für Flächen Skills benutze. So, ich glaube, ich habe jetzt genug Punkte für diese Schadensrückschmeißbarriere. Okay. Die nehme ich dann statt der. Da, da, da. 100%.
Die nächsten drei kanalisierten Treffer heilen das Defensivziel. Ja, ich lasse es trotzdem mal weg. Ich will das andere nämlich mal probieren. So. Okay. Wir müssen immer noch ein paar hier Ackerbrutmarkierungen und so, ne? Ja, und von dem... Hast du das auch schon wieder eingesammelt, der wieder respawned ist? Was, der ist was respawned? Dieses Hülsenteil da. Hülsenteil? Ich werde hier gerade angegriffen. Ja, du musst von der Nebenquest. Komm, ich mach mal die neue Barriere hier, zack. Aber jetzt sind sie alle schon weg. Schade. Ja, das ist da unten. Von der Nebenquest. Musst du auch zwei von einsammeln, der schon wieder. Ja, hab ich schon. Achso, da hast du auch schon diese Proben da. Jetzt muss ich hier nur Kokon-Proben und Venenbrutbeschützerinnen. Ja. Aber ich suche. Hinten ist eine Brutmarkierung, da laufe ich jetzt mal hin. Dim, 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 dim. Dann erzähl du doch mal was Romantisches. Pff, bin da schlecht drin, ehrlich gesagt. Okay. Okay. Ist auch meiner Meinung nach immer ein bisschen so eine Sache, dass so im Netz irgendwie so. Ich meine, du hast es jetzt gemacht, aber ganz nett. Aber. Muss nicht alles immer. Man muss ja seine Tricks nicht immer verraten, oder? Ganz ehrlich, den Trick kann ruhig jeder verwenden. Das Problem ist, ja, hat nicht funktioniert. Ich glaube, das Problem dabei ist eher das Finanzielle. Nicht die Idee. Der Lestrak ist gleich hin. Der Lestrak ist gleich hin. Ich kann nichts tun. Natürlich kann ich schon was tun. Ich könnte ihn heilen. So zum Beispiel. Wieso nichts tun? Die sind tot. Ja, hast du gut gemacht. Da hinten liegt noch irgendwas rum. Nein. Loot! So. Brutmarkierung? Ist das eine Brutmarkierung? Das ist eine Brutmarkierung. Weg damit. Was hast du gesagt? Bei Blood Bowl, die Kommentatoren finde ich gut. Ja. Wieso hast du eigentlich Chaos genommen? Weil das ein cooles Prügelteam ist. Ich finde, das ist so das beste Allround-Team, was es gibt. Man sagt ja immer, irgendwie Menschen wären das beste Allround-Team, finde ich aber gar nicht. Weil durch die ganzen Mutationen, die du bei Chaos verteilen kannst, sind die viel besser aufgestellt, was das ist. Die können super gut prügeln. Die können auch, wenn sie denn die passenden Aufstiege kriegen, ein Passspiel aufziehen. Die sind halbwegs vernünftig schnell unterwegs. Mach doch mal eine Runde gegen Gürfalken. Oh, von mir aus? Oh, das würde ich richtig gerne sehen. So, hier ist ein Ackup, den mache ich jetzt platt. Ich glaube, wir müssen hier in die Richtung, ne? Hallo? Ja, ich folge dir. Ich bin auf dem Weg. Venenbrut. Du benutzt die Wehen, ich bin die Brut. So, und jetzt müssen wir dieses dicke Ding da hinten kaputt machen. Sehe ich das korrekt? Kann sein. Oh, wir sind beeinträchtigt. Oh nein, ja. Oh nein. Ach. Ich bewege mich sowieso nur, damit die Leute sehen, dass ich überhaupt was tue. als nur die Knöpfe 1, 2 und 3 drücken. Wow! Okay, ich hätte vielleicht nicht da stehen bleiben lassen sollen. Wie
mache mir gar nicht erst die Mühe, weiter auszuweichen. Ich meine, das kriege ich eh nicht mehr gebacken. Ja, bleib ruhig stehen. Du hast ja dieses Schadenszurückwerfen-Teil auf dir drauf. Von daher. Das ist schon lange wieder weg. Oh, nee, doch. Ja, ich zauber's ja ständig neu. Achso, okay. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir nur noch die Proben. Bericht senden. Was haben wir hier gekriegt? Angriffswert minus Heilwert ist nicht so beschwimmig. Aber seit wann kriegt man immer diese Barren dazu? Das ist ja nett. Das ist jetzt neu. Seit dem letzten Patch. Aha, damit kannst du dir zum Beispiel auch die Endgame-Sachen holen. Okay. Das ist ja nett. Ja, haben sich viele Spieler drüber beschwert. Dass man jetzt gar nicht mehr die schweren Instanzen umzugehen muss, um wirklich an die ranzukommen. Ja, finde ich aber gut. Ist dann für so Einzelspieler halt auch cooler. Weil das Spiel ja generell ja auch relativ solo-lastig ist, ne? Ja, finde ich jetzt. Also wir spielen es jetzt zu zweit, aber... Natürlich. Ich habe Aggro gezogen. Nicht so schön. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ein paar Skills scheinen jetzt anders zu sein. Eigentlich waren alle, die ich hatte, mit mehr Hass, aber irgendwie ist es jetzt nur noch ein oder so. Haben sie was rumgepatcht oder was? Ja. Ja. Nur noch einer macht das. Ja. So, Akap Kokonproben. Kokons kaputt machen. Butter mach. Oh, die scheiß Fliege ärgert mich schon wieder. Oh, ich hasse diese Mistviecher. Tja. Also, du musst einfach nur Fliegengitter machen. Ich bin nicht zu faul für. Da bin ich ehrlich, da bin ich einfach zu faul für. Natürlich kommt natürlich beim letzten auch noch ein großer raus. Natürlich. Aber so stark ist er jetzt noch gar nicht. Du hast ihn doch relativ souverän platt gemacht. Ach, musst du noch welche? Nö, ich mach's zum Spaß. Achso. Und wegen den Erfahrungspunkten. EP. Das sind noch kleine. So, jetzt konnte ich mich mal wieder heilen. So, jetzt wieder dich als Defensivziel und dann geht's weiter. Heile, heile, Segen. So. Proben in den Lieferwagen der Gesundheitsbehörde bringen. Ja, irgendwie ist das hier so ein Rumgeklicke und Wildes gegen die Akaps. Ich finde ja, Akaps sind echt überbewertet. Also wenn wir im Team antreten. Sonst sind sie natürlich total overpowered und stark. Ich finde sie einfach nur nervig. Ja. Lesrak braucht eine Barriere, habe ich gehört. Lesrak braucht bessere Nerven. Nerven! Ups. Einfach mal aus dem Bild geklickt. Das war nicht so gut. Aber ich glaube, wenn ich Bloodfall spielen würde, würde ich Vampire spielen. Ja, kannst du ja. Die haben halt einen großen Nachteil, ne? Und auch das... aber auch einen Vorteil. Die heilen sich schneller. Nein. Irgendwie schon, hat der Gürfalkeit. Ja, die haben Regeneration, aber das ist jetzt ja kein so mega cooler Vorteil. Und das sind Vampire, das reicht mir schon.
Das kannst ja. Ich habe ein Spiel ja schon hochgeladen gegen Vampire. Da siehst du, wie schlecht die sind. Weil sie einen schlechten Trainer und Leiter hatten. Na. Oh, hier ist Wissen. Wissen? Ah, ja, stimmt. Da wär, jetzt weiß ich wieder. Du warst ja so ein Junkie. Oh Gott. Wissen. So, und dann, wenn ich mal hier gucke, wir haben schon wieder 40 Minuten Folge. Das heißt, mit dem Wissen und dem funkelnden Eukalypter verabschieden wir uns in die nächste Folge. Bis dahin, have fun, euer Koali und euer... Lestrak Dark.